alles wegfarmen, was nur geht. Ich denke, da kann ich jetzt dann mal hier... Bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt irgendwo wirklich hinführt. Oder ob das nicht einfach jetzt halt nur die so eine Mulde ist. Da kann ich auf jeden Fall nochmal durchschwimmen. Ich brauche nur erst einmal schnell Luft. Aber da komme ich dann, glaube ich, auch nur da vorne dann raus, ne? Naja, werden wir gleich sehen. Runter mit dir. Da geht es nämlich irgendwo durch. Oder komme ich da... Nee. Das war einfach halt jetzt halt nur eine simple Höhle. Da kann ich nochmal schauen. Da ist zumindest nochmal Metall, ne? Kupfer in dem Fall. Ach nee, Metall. Oh. Da geht's eh nicht durch. Da ist, klebt sonst nichts weiter an der Wand. Okay. Atme, atme. So, da hätte ich nochmal Schrott und Ton. Das ist halt schon, ne? Der Eisenhaken ist so viel schneller. Man kann so viel mehr sammeln mit dem Teil. Da sind ja doch noch welche. So, mal kurz Luft holen, dann hole ich mir das Eisen nämlich auch noch. Also bis jetzt läuft's gut, muss ich sagen. Also bis jetzt bin ich noch nicht an meinen selbstgestellten Challenges gescheitert. Sprich, sterben oder irgendwo gegenfahren, dass sich das Boot dreht. Ah, da haben wir noch Kupfer. Weil am Anfang, gerade am Anfang, wenn wir noch einiges brauchen an Kupfer, da klebt kein Eisen sonst mehr oder so. Ich denke, dann haben wir es eigentlich auch. Naja, ist ja gut. So, gucken wir mal so von oben. Gucken wir mal von oben herab. Ja, ich schwimme mit der Springentaste und dadurch bleibe ich oben an der Oberfläche. So, aber ich habe hier, glaube ich, alles abgefarmt, was ging. Ich sehe jetzt zumindest nichts mehr. Da war die Muschel. Nö. Und da ist auch nichts mehr. Das sind halt noch die Blumen, aber die sammle ich noch nicht. Da nochmal schauen. Nö, da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Dann können wir schon fast weiter. Ich gucke nochmal wegen dem Netz. Seile. Das ist halt das, ne? Ich brauche sehr viele Palmen. So, hier haben wir den Seetank drin. Dann kommt ihr da auch noch mit rein. Die Pläne lasse ich da drin. Steine habe ich nicht weiter einstecken. Okay. Dann schnappe ich mir nochmal das Holz. Halt, der Seetank muss raus. Zack. Ja, das passt. Tun wir gleich den nächsten Seetang rein. Dann tue ich... Ne, warte mal, die möchte ich ja gleich bauen, die Flasche, ne? Sechsmal Kunststoff. Also sechsmal Kunststoff. Jawohl. Haben wir gerade so, ne? Herstellen. Dann müssen wir die jetzt halt leider opfern. So leid es mir tut. Fernglas, Taucherflasche. Dann haben wir das auch schon mal. Ist doch schon mal super. So, dann hole ich mir noch einen Seetang raus. Dann lasse ich nämlich nochmal zwei durchbrutzeln. Planken kann ich drauflegen, aber auch nicht so viele, weil da habe ich nicht so viele. Doch, naja, nicht wirklich, ne? Sehr viele Planken sind es nicht wirklich, aber okay. So, dann haben wir die raus. Dann stocke ich. Das ist ein ständiges Hin und Her, aber ich glaube, das ist normal. Als nächstes kann ich dann die zwei machen. Jetzt ist da noch die Frage, was wäre als nächstes wichtig? Im Grunde die Netze. Die Netze sind mir
super wichtig. Herstellen. Dann hätten wir nämlich da gleich noch ein zweites. So. Ich hätte auch gerne noch... Ja, die zweite passt. Und dann eben noch... Wie viel Kunststoff? 6-mal Kunststoff. Das heißt, wir sollten eigentlich dann gleich ablegen. Mach mal. Ich richte bloß einmal das Ding hier aus. Dass wir nach vorne fahren und nicht gegen die Insel, weil dann fahren wir nämlich jetzt weiter. So, und das ein oder andere Teilchen werde ich dann schon hier auch noch mit reinbekommen. Aber an sich werde ich, ich denke es zumindest, hauptsächlich das Floß alleine losrutschen lassen. Oh, warte mal, da vorne ist ein Floß, wenn ich mich nicht täusche. Ganz weit hier vorne. Oder täusche ich mich jetzt da? Ich täusche mich wahrscheinlich, ne? Naja. So, hier habe ich auf jeden Fall ein Fass. Da habe ich ein Fass. Ich würde sagen, ich hole mir mal das da. Du fährst einfach geradeaus. Ich hole mir dieses Fass. Und dann bin ich dann langsam auch schon mal so weit, dass ich... Oh Gott, schon wieder eine halbe Stunde. Dass ich noch weitere Netze bauen kann. Das wäre natürlich super. Ich möchte jetzt eigentlich nur das Fass sammeln und dann wieder zurück. Natürlich auch die Sachen, die noch so in der Nähe schwimmen, aber jetzt keine großen Umwege machen. Das hat ja nur gespawnt, weil ich in die Richtung getrieben bin. So, das sind sogar gleich zwei Fässer. Drei Fässer. Bitte sammel sie. Und dann halt noch alles sammeln, was hier so ist. Schwimmen anscheinend auch genau in die Netze rein, aber ich will es nicht riskieren. Darum sammle ich das Zeug lieber ein. So, wir brauchen ja auch, um unser Schiff noch zu vergrößern, einiges mehr an Kunststoff und Holz. Deswegen habe ich eben überlegt, ob ich nicht, jawohl, Kunststoff und Holz, ob ich nicht, oh, da drüben ist eine Insel. Das sollte ich hin. Und die nächste Insel zum Looten. Das ist nicht schlecht. So, ich hol mir das Fass. Und natürlich auch das Holz. Und dann schwenken wir mal da nach rechts ein. Ich denke, dass ich schon wieder einen Hardcut gemacht habe. Gezwungenermaßen, weil ich mich immer nicht bremsen kann. Also ich schaue nicht so häufig auf die Uhr, sondern ich lasse halt einfach mal so dahin wandern alles, ne? So, einmal bitte ganz scharf nach rechts rüber. Aber sind wir nicht weit von der letzten Insel, ne? Die ist da sogar noch am rechten Bildschirmrand, sieht man es noch ein bisschen. Sondern und schon haben wir die nächste, das ist gut. Aber da bleibe ich jetzt drauf. Pfeif auf das Fass jetzt da drüben. So, einen Haken habe ich noch. Tu mal das Eisen hier rein. So, dann kannst du dir eine Trinkflasche herstellen. Perfekto. Du kommst nämlich dann da rein. Dann kann ich mir die auf jeden Fall schon mal füllen. Ich mach die natürlich voll, ist klar. Trink erst einmal alles aus. Dann kippe ich weg und fülle hier rein. So, passt. Naja, das sieht doch interessant aus. Aber Baum sehe ich jetzt erst einmal noch keinen. Wahrscheinlich ploppen die jetzt dann gleich auf, wenn wir näher dran sind. So, kann ich hier was reintun? Oh, ich habe schon wieder einiges an Planken, ne? Das ist gut. Vielleicht kann ich dann tatsächlich
mal noch zwei, drei Teile hinmachen. Jetzt gucke ich mal, wie viel Dinge kann ich herstellen? 7. Schrott habe ich, okay. Ich habe hier natürlich auch noch ein bisschen Kunststoff, was ich sammeln kann. Schwenken wir mal ein klein wenig nach links. Es ist schon wieder Wellengang, ne? Schwenken wir noch mal ein bisschen weiter hier rüber. Ich will halt... Also ich meine, ich kann ja das Ganze schwimmen. So weit sind wir ja nicht weg, ne? Komm, ich werf den Anker. Dann kann ich dich gleich wieder nach vorne drehen und hoch mit dir. So. Aber eine besondere Insel, glaube ich, ist das jetzt nicht, oder? Da haben wir ganz viel Flachland. Da gibt es auf jeden Fall was zu holen. Super, Stein. Da aber das so viel Wetter ist, ne? Das würde ich auch gerne ausschalten, dass nicht so häufig Regen ist, weil ich habe nämlich schon das Gefühl, dass das sehr häufig ist. Aber die scheint mir echt groß zu sein hier. Schon wieder. Platz habe ich noch. Ich sag mal so, die Lebensgrundlagen haben wir ja schon geschaffen, ne? So. Da schwimmen noch Kunststoffteile, die brauchen wir fürs Boot. Wobei ich natürlich schon was Spezielles vorhabe, aber jetzt halt für den Anfang und für den Grund brauche ich auf jeden Fall erstmal eine Fläche. Einen Motor habe ich ja eh noch nicht, also von daher... Naja, so besonders ist die aber trotzdem nicht, ne? Sind halt ein paar Sachen mehr drauf. Schauen wir mal. Axt habe ich ja noch einstecken. Platz habe ich auch noch. Palmblätter, Mangosamen, Mangos. Mangos kann ich dann auch gleich wieder essen. Und ich kann eh das Zeug mal nach oben tun. Dass ich wieder sortiert bin, so wie es gehört. Halt, die wolltest du gleich essen. Viele Blumen. Da haben wir gleich... Ach nee, das geht nach oben. Palmblätter, jawohl. Dann schauen wir halt immer da hoch. Jawohl. Melonskis. Schauen wir mal, ob es hier auch eine Kiste gibt. Könnte es durchaus sein. Ich werde bloß mich schon vorbereiten müssen drauf, dass ich wahrscheinlich nochmal eine Axt brauche demnächst. Also wenn ich jetzt dann, also Metall habe ich ja genug, aber wenn ich jetzt dann dran denke, werde ich tatsächlich mal eine Baumfarm hier machen. Vielleicht mit zwei Bäumen. Ich denke mal, das wäre okay. So, hier gibt es bestimmt einen guten Schatz. Auf der Insel. Aber ich habe keinen Pieper. Vor allem, das kann überall sein. Das ist halt immer das, ne? Warte mal, da schwimmt noch ein Blatt. Einsam und allein. Das will zu einem Seil verarbeitet werden. Ich freue mich immer noch auf das Update. Also wenn ihr den Part seht, ich habe noch nicht das Update. Heute ist zwar Montag, an dem ich das jetzt hier aufnehme, der Update-Tag, aber es ist ja noch nicht installiert. Aber ich muss aufnehmen, bevor ich auf Arbeit gehe. Deswegen bleibe ich jetzt halt auch mal eisern drüber und mache halt wieder einen Hardcut. Geht halt leider nicht anders.
Muss ich durch. Und ihr auch. So, sammel, was geht. Jawohl, Schrott. Oh, ich bin, voll. Sand und Ton kann ich noch, ne? Ja, ja, ich gehe hoch. Ich gehe hoch, ich gehe hoch, ich gehe hoch. Ach komm, ich gehe zurück aufs Schiff. Die Blätter müsste ich auch noch nehmen können. Jawohl, weil das sind nämlich nur 3. 4 habe ich noch Platz. Chakalaka. So, ich bin voll. Dann würde ich sagen, ich kann auf jeden Fall was... Warte mal, ich tue erst mal Sachen weg. Und zwar kann man hier die Samen wieder reinmachen. Zack, zack. Das war's. Muschel habe ich ja keine. Hier kann ich die, den Stein noch mit reintun. Dann haben wir das auch an einer Stelle. Da habe ich Melonskis. Dann tue ich da auch einmal noch die Sachen mit rein. Der Ton. Hatte ich da nicht noch was drin? Ja. Ton und Sand. Eisen. Nägel. Dann kann ich das hier mal auf den Ofen schmeißen. Dann kann ich nämlich den Fisch hier futtern. So. Ach, perfekt. Es läuft einfach. So. Dann warte mal, machen wir 2 Eisen rein. Das Eisen ist mir jetzt halt eigentlich wichtiger als alles andere. Wir können einen weiteren Ofen herstellen. Jetzt habe ich keinen Schrott mehr. Wie viel brauche ich? Eine noch. Alles klar. Dann machen wir den Schmelzofen. Ja, komm. Der passt hier auch noch mit daneben. Ganz egal, wie jetzt steht. Können wir das dann noch platzieren. Planken rein. So, und schon laufen 3. Perfekto. Da haben wir auch noch was drin. Trinken brauche ich gerade im Moment nicht, aber den Fisch kann ich mir reinpfeifen. Jawohl. Das Zeug ist auch schon fertig. Das heißt, ich kann auch gleich nochmal nachlegen mit Essen. Dann bin ich da nämlich wieder voll. Dann trinke ich doch einmal einen Schluck. Kann nichts schaden, ne? Jawohl, weg damit. Und dann gleich wieder reinfüllen. Passt. Na, das läuft. Wie geschmiert. So, da braucht man nichts weiter. Dann gucke ich mal. Kann ich noch ein Netz herstellen? Dazu bräuchte ich Nägel und noch Seile. Wie viele Seile kann ich herstellen? Gehen da 16 Stück? Jawohl. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch Nägel. Und für die Nägel brauche ich nichts weiter. So. Yes, und gleich nochmal 2 Netze. Ach, es ist toll. Also, eins hierhin bitte. Und das andere dann, ja, normalerweise dahin, ne? Zack. Zack. Es wird. Es wird, und ich kann sogar noch ein bisschen breiter gehen jetzt halt. So, das, das, das. 3-mal. Eins, 2, 3. So, weiter würde ich jetzt gar nicht gehen, oder? Wir haben jetzt 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14. 15 und 16 machen wir. 16 Stück mache ich. So, das ist jetzt erst einmal egal. Dann würde ich sagen, wenn es funktioniert, ich hoffe zumindest, dass es funktioniert, werde ich da Anbaufläche bauen. Aber da fehlen mir die Blätter. Hm, dachte ich mir schon. Ich kann auf jeden Fall Scharniere herstellen. Da mache ich auch gleich 2 Stück. Die lasse ich dann nämlich auch hier drin. Planken brauchen wir natürlich auch ganz viele. Ist klar, 20 Stück brauchen wir da. Eine Kartoffel werde ich hier nicht durchbraten, weil das wäre wirklich vergeudet. Ich habe aber sonst nichts drin.
So, Palmblätter habe ich eh noch nicht drin. Na gut, dann tue ich die Kartoffel jetzt mal damit rein. Wir sind ja auch voll. Würde ich sagen, gehe ich noch mal ganz kurz hier unter Wasser und schaue noch mal, was ich da abfarmen kann. Sind ja doch einige Sachen noch da. Zwar keine Palmblätter, aber alles andere, was ich brauchen kann. Ton brauche ich ja dann später auch für die Schüsseln, wenn ich dann koche. So, und vor allem, ich werde ja mit Sicherheit nochmal einen Ofen machen, also es wird nicht das einzige sein. Ja, ja, ist in Ordnung. Aber da scheint eine Höhle unten drin zu sein. Da schwimmen wir jetzt auch gleich einmal zuerst hin. Nein, nicht die Muschel. Es ist gut, wenn die Sachen so nah nebeneinander sind, weil man kann extrem viel dann abfarmen, wenn das so geht. Da geht es auch nur durch. Kommt, die zwei holst du dir noch und dann nochmal hoch. Und da ist auch noch einer. Dann nimm den auch noch mit. Ja, ich bin schon gleich oben. Ja, insofern ist es schon nicht schlecht, wenn man dann eine Taucherflasche hat. Schön die Wände absuchen, ob nicht da noch irgendwo ein Eisen hängt oder ein Kupfer. Nee, aber da geht's nur durch und man kommt hier raus. Ah, okay, also doch. Oh, wenn da jetzt Dreck ist. Nee, ist nicht. Seil, Schrott, okay. Ja, okay, da geht's aber nicht weiter. Da ist... Ups. Da ist Fini. Na gut, Dreck haben wir keinen. Aber ist gut. Die Kiste hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das muss man sagen. Jede Kiste lohnt sich eigentlich. Man hat immer irgendwas drin, was man brauchen kann, ne? So, ich muss jetzt dann bloß wahrscheinlich langsam Schluss machen. Arbeit ruft ihr auch noch. So, komm, bau die fünf Teile noch ab. Und dann können wir hoch. Da haben wir Eisen. Das darfst du nicht vergessen. Am besten holst du das gleich. Es ist halt immer blöd, ne? Wenn man dann mittendrin ist im Farmen und dann muss man sagen, man muss jetzt Schluss machen. Ich hasse es. So, ich schwimme erst einmal hier drüber. Da habe ich, glaube ich, auch Schrott gesehen. Ja, und Eisen. Okay, da haben wir alles. Da klebt auch Eisen recht weit oben, ne? Ist auch schön. Und der Haken ist durch. Der Haken ist durch und ich kann keinen herstellen, weil ich nur ein einziges Seil habe. Na gut, ich habe halt die anderen Seile aufgehoben, ne? Da könnte ich schauen. Ich brauche ja noch ein zweites nur. Bolzen kann ich dann herstellen, wenn ich zurück bin. Ja, okay. Dann muss ich da nochmal her. Genau rechts vom Schiff, das ist auch nicht schlecht. Warte mal, nimm das da gleich mal mit. Wenn es denn Metall hättest, dann wäre es cool. Könntest du einfach einen Haken machen jetzt. Aber gut, dann kann ich gleich nochmal das Metall hier reinlegen in den Ofen. Gleich Planken noch nachheizen. Dann kann ich mir den Haken machen. Zack. So, dann können wir hier... Die Scharniere, ich habe die ja extra für die Dingsen aufgehoben, ne? Für die
So, ich glaube, das ist am besten, wenn ich das hier rein sortiere. Das Metall schnell raus, das Metall raus. Wir können zumindest ein bisschen was von dem Zeug raus tun. Der Schrott kann raus. Ich kann eigentlich fast alles raus, ne? Außer dem Kupfer. Okay. Dann wieder ab ins Wasser. Ich will hier nicht aufhören, bevor ich das nicht abgefarmt habe. Auf keinen Fall. Muschel, Muschel, brauchen wir nicht. Da haben wir noch mal Sand und Ton ganz viel. Oh ja. Das ist gut. Also ich freue mich auch drauf, wenn ich dann das erste Mal mit dem Ding fertig habe, mit den Netzen. Dass ich dann da unbeschwerter fahren kann. Also ich denke mal, 3, 4 Netze sollte ich jetzt auf jeden Fall mir noch dann herstellen müssen können. Das gäbe mir zumindest schon mal ein gutes Gefühl, dass mir nicht so viel durch die Lappen geht. Aber Inseln generell muss ich abfarmen. So, jetzt ist die Frage, wie viel haben wir noch? Haben wir noch viel? Oder wie viel haben wir noch? Da ist jetzt nichts mehr. Ein bisschen schnorcheln wieder, ne? Und da waren wir ja. Also ich würde sagen, zurück aufs Boot. So, was schwimmt da vorne rum? Ist das eine Holzplanke? Da haben wir abgefarmt. Okay. Man kann weiter. Cool. Gleich wieder das nächste Eisen rein. Und es geht schon wieder ein bisschen Seegang. Stört mich aber gar nicht. So, dann tust du die zwei Damen rein. So. Dann, wie gesagt, ich würde gerne die Baumteile dahinstellen. Wo war es denn jetzt hier? Aber ich brauche 4 Seile. Und für die 4 Seile fehlt mir halt die Palmblätter, ne? Also gut. Fahren wir mal weiter. Muss mal schauen, dass ich nicht unbedingt an die Insel dotze. Lieber mal ein bisschen stärker weglenken als... Lieber Vorsicht als... Ne? Aber gut, ich bin ja eigentlich schon weit genug weg. War da ein Fass? Nein, das war ein Kunststoff. So, und dann geht's wieder volle Fahrt voraus. Leider weiß ich halt nicht, wo der Wind herkommt. Aber es macht auch nichts. Wir fahren einfach immer geradeaus. So, da kann ich noch ein paar Planken platzieren. So, früchtemäßig habe ich nichts einstecken. Könnte angeln. Das könnte ich auf jeden Fall machen. Weil ich habe ja... Ich müsste normalerweise genug Material haben, dass ich eine Angel herstelle, oder? Das ist 8 Zeile. Ich habe nicht genug Material. Moment. Mal so ein bisschen ausrichten. Wobei ich sagen würde, ich lasse das einfach mal treiben. Und ich hoffe, du treibst in die richtige Richtung. Du treibst mich nicht zu bunt, bitte. Weil ich gehe noch ein bisschen sammeln. Dass wir auch noch ein bisschen ausbauen können. Ja, du schwimmst schon in die richtige Richtung. Das passt. Das passt. Eigentlich nur, dass ich das Fass auch bekomme. Und wir treiben schon wieder auf die nächste Insel zu, ne?
Das ist cool. Jawohl. Das geht ja echt Schlag auf Schlag. Muss echt sagen, das passt. Aber ich brauche trotzdem... Oh, ganz viele Blätter. Schnell holen. Weil die sind echt wichtig. Ich brauche Seile ohne Ende, weil ich ohne Haken zum Beispiel kann ich ja auch nichts machen. Und ich würde gerne meine Baumplantage da herstellen mit den ersten zwei Bäumen. Wir fahren sogar perfekt. Ja, doch. Das habe ich schon gedacht. Ja, wir fahren tatsächlich perfekto. Ja, da kommt auch noch einiges rein hier. Bleiben wir letztendlich hier auf dem Auslieger stehen, weil dann werden wir da nämlich landen. Nicht London, sondern landen. Wir lenken ein klein bisschen rüber. Wobei, du kannst ja auch das Ding mal nutzen, ne, hier. Das Paddel. Halt. Halt. Da drüben ist... Ah, gut. Ich habe schon gedacht. So, gehen wir gleich nochmal ein wenig rüber. Solange ich hier nicht hindotze, ist mir das gleich, ne? Bisschen können wir sogar noch ran. Und dann würde ich sagen, werde ich dann auch den Anker schmeißen, sobald wir so ein kleines Stück dran vorbei sind. Fahr nicht zu nah ran. Jo. Anker. Perfekt geparkt. Perfekt geparkt. Super. Yes. Dann kann ich auf jeden Fall so einiges. Komm, ein paar Palmblätter, ein paar Seile, wäre mir recht. Perfekto, wir können tatsächlich einiges machen. Wie gesagt, ich würde am liebsten nicht aufhören. Aber ich muss leider. Von daher bedanke ich mich für ein Like, bedanke ich mich für Kommentare und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.